Herzlich willkommen zum Videotutorial zu GeoGebra zum Thema Folgen Teil 3. In den ersten beiden Teilen habe ich Ihnen den Folgenbefehl vorgestellt und wir haben verschiedene Zahlenfolgen berechnet und sie einmal nur als Liste anzeigen lassen im Algebra-Fenster und ein anderes Mal als Punkte im Zeichenbereich. Nun mal eine ganz andere Anwendung. Nehmen wir mal an, ich möchte eine Strecke zwischen den Punkten A und B in 5 gleich lange Teile aufteilen. Wie würde man das machen? Gut, denken wir einfach mal, wir hätten ein Blatt Papier und möchten das machen. Wie würden wir das tun? Man würde vermutlich die Strecke bestimmen. Das ist hier die Strecke mit einer Länge 7,11. Und dann mit einem Lineal ein Fünftel dieser Strecke immer wieder abtragen, Schnittpunkt bestimmen, abtragen, Schnittpunkt bestimmen und so weiter. In GeoGebra kann man das genauso machen und es würde dann vermutlich so aussehen. Wenn man richtig gezeichnet und konstruiert hat, ist diese Einteilung auch dynamisch. Das heißt, ich kann die Punkte A und B bewegen und habe doch immer die richtige Einteilung in 5 gleich lange Strecken. Aber was ist, wenn ich jetzt nicht nur 5 teile, sondern 10 oder 20, ja, oder vielleicht auch eine noch nicht vorher genau festgelegte Anzahl an Teile haben möchte, etwa hier durch einen Schieberegler? Der Schieberegler könnte mir zum Beispiel die Anzahl der Teile bestimmen. Da komme ich mit so einer einfachen Konstruktion wie vorher nicht mehr zurecht. Der Grund ist ganz einfach der, dass ich ja nicht weiß, wie viele Kreise ich brauche, wenn der Schieberegler ja immer wieder andere Werte annimmt. Aber da kommen jetzt die Folgen zur Hilfe. Denn wir erinnern uns, bei Folgen hatten wir ja schon Schieberegler verwendet, um die Anzahl der Elemente zu verändern. Und genauso kann ich es eben auch hier machen. Fangen wir nochmal mit dem Folgebefehl an. Wir erinnern uns an seine Funktionsweise. Und wenn man da die Hilfe sieht, wird vermutlich klar, was die Schwierigkeit ist, nämlich den richtigen Ausdruck zu finden. Ich möchte den allerdings nicht einfach vorgeben, sondern ihn herleiten, damit Sie selber verstehen, wie es funktioniert hat. So, gehen wir nochmal auf die Konstruktion von Hand. Wichtig bei der Konstruktion ist ja die richtige Länge. Das heißt, ich müsste ein Fünftel der Gesamtlänge haben, aber es kommt nicht nur auf die Entfernung drauf an, sondern ja auch die Richtung. Und bei Richtung und Entfernung sollte man an Vektoren denken. Man könnte also zum Beispiel den Vektor zwischen den Punkten A und B nehmen und ihn mit ein Fünftel mal nehmen, um die richtige Entfernung von A zum ersten Teilungspunkt zu bekommen. Glücklicherweise kann ich in GeoGebra mit Punkten einfach so rechnen, als wenn es Vektoren sind. Wenn ich zum Beispiel b minus a rechne, bekomme ich den Vektor zwischen a und b. Allerdings wird er vom Ursprung abgetragen. Wenn ich a bewege, sehe ich das noch deutlicher. Und es ergibt sich ein Punkt c. Gut, das ist natürlich noch nicht der richtige Teilungspunkt, denn ich muss ja ein Fünftel der Strecke nehmen. Wir erinnern uns, ich kann einen Befehl eines vorhandenen Objektes verändern, indem ich das Objekt anklicke, die Taste F3 drücke und dann habe ich den Befehl wieder unten in der Eingabezeile. So, berechnen wir erstmal ein Fünftel. Und dann habe ich die richtige Länge und auch die richtige Richtung. Nur ist der Punkt C trotzdem noch an der falschen Stelle, denn er muss ja auf der Strecke zwischen A und B liegen. Was muss ich also verändern? Wenn man wieder an Vektoren denkt, kommt man vielleicht drauf, ich muss einfach a plus rechnen. Ja, und damit hätten wir schon den ersten Teilungspunkt. Wie würden wir den zweiten, den dritten und so weiter, alle weiteren Punkte finden? Schauen wir uns nochmal den Befehl für c an. Was müsste ich verändern? Gut, im Grunde genommen müsste ich nur eine Sache machen. Ich müsste hier vor dieser Klammer ein zweimal oder dreimal oder viermal eben davor schreiben. Und da sind wir jetzt im Prinzip bei dem Ausdruck, den ich brauche für Folgen, nämlich ein allgemeiner Ausdruck. Das heißt, ich führe eine Laufvariable ein, i, und
nehme einfach dann diesen Ausdruck in die Folge. Laufvariable ist i und ich brauche 4 Teilungspunkte, also von 1 bis 4. Und damit habe ich mit einem Befehl alle Teilungspunkte bestimmt. Punkt c brauchen wir nicht mehr, den können wir löschen. Wir probieren, ob diese Konstruktion auch dynamisch ist. Ja, also das funktioniert richtig. Es ist schon erstaunlich, wie ich mit Hilfe des Folgenbefehles mit einer Zeile viele Punkte erzeugen kann. Was wir nun ja auch noch erreichen wollen, ist, dass der Folgenbefehl den Schieberegler benutzt. Das heißt, wenn n gleich 11 ist, soll ich 11 Teile haben. Also wieder mit F3 den Befehl in die Eingabezeile holen und überlegen, wo man was ändern muss. Ich muss ja n, die Zahl, verwenden. Und das muss ich an zwei Stellen. Einmal hier, nämlich n Teile. Und die Anzahl der Teilungspunkte ändert sich. Hier hatte ich 5 minus 1, also 4 verwendet. Also nehme ich dann hier n minus 1. Und auch das funktioniert. Wir testen, dass es dynamisch ist und ob der Schieberegler n das tut, was er machen soll. Diese Konstruktion funktioniert auch, wenn n gleich 1 ist, also wenn ich nur einen Teil haben will. Ja, ich denke, das war eine sicherlich überraschende Anwendung für Folgen. Im nächsten Teil des Videotutorials zum Thema Folgen möchte ich eine ähnliche Konstruktion machen, nämlich einen Kreis in n gleich große Teile aufteilen. Viel Spaß jetzt beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.